Coding bedeutet Programmieren und Embroidery ist der englische Begriff für Stickerei. Coded Embroidery ist also programmierte Stickerei und verbindet dadurch das Handwerk des Stickens mit Programmieren. Das Stickmuster wird mit einer geeigneten Software am Computer, Tablet oder Smartphone programmiert und in einem entsprechenden Dateiformat gespeichert. Anschließend wird die Datei auf die Stickmaschine übertragen und gestickt. Mit dem erzeugten Code wird der Stickmaschine Schritt für Schritt vorgegeben, was sie tun soll. Durch das exakte Ausführen der Stickmaschine können so feine Strukturen oder auch große Formen auf den Stoff gestickt werden. Damit wird Computercode greifbar und tragbar gemacht. Im verlinkten Video gibt das Entwicklerteam Katrobat einen kurzen Einblick in den Ablauf eines Projekts mit der programmierbaren Stickmaschine. Die Kombination von Programmierung, Textilien und technischen Geräten verbindet viele Themenbereiche und begeistert damit alle Schülerinnen und Schüler und auch Erwachsene gleichermaßen. In der Schule bietet sich so ein Projekt dadurch auch sehr gut für den fächerverbindenden Unterricht in Werken, Informatik und auch Mathematik an. Es wird das Computational Thinking geschult und Grundkenntnisse in der Programmierung vermittelt. Aus dem mathematischen Bereich werden unter anderem Kenntnisse zu geometrischen Grundformen und Winkelsummen benötigt. Im kommerziellen Bereich werden Stickmuster üblicherweise mit einer eigenen Sticksoftware erstellt. Diese funktioniert ähnlich wie ein Bildbearbeitungsprogramm. Bei Coded Embroidery geht es hingegen darum, das Muster zuerst zu entwerfen und es dann Schritt für Schritt, also quasi Stich für Stich, zu programmieren. Durch die Verwendung von blockbasierten Programmiersprachen wird ein niederschwelliger Zugang zum Programmieren ermöglicht. Geeignete Software dafür sind zum Beispiel das Programm Turtle Stitch oder die App Embroidery Designer. Turtle Stitch ist eine kostenlose Online-Plattform, die unter www.turtlestitch.org direkt über den Browser aufgerufen und ohne Installation verwendet werden kann. Die Plattform wird in Englisch geführt, aber das Programm selbst kann auf Deutsch oder eine andere Sprache umgestellt werden. Das Programm ist eine Erweiterung von Snap, einer in Berkeley und am MIT entwickelten grafischen Programmierlernumgebung. Es ermöglicht damit einen niederschwelligen Einstieg in die Logik und Praxis des Programmierens und ein fast intuitives Arbeiten. Auf der Hauptseite findet man viele verschiedene Projekte von Nutzerinnen und Nutzern, die man sich ansehen, öffnen und bearbeiten kann. Unter Resources gibt es Manual Cards, also Lernkarten, die man sich ausdrucken kann. Auf ihnen werden Schritt für Schritt die wichtigsten Befehle und Funktionen erklärt. Es gibt auch eine deutsche Version dieser Lernkarten. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung zu finden. Um das Programm zu starten, klickt man auf der Hauptseite auf das schwarze Schildkrötensymbol oder daneben auf Run Turtle Stitch. Unter dem Zahnrad-Symbol, das für Settings, also Einstellungen steht, kann die Sprache geändert werden.
In der linken Spalte befinden sich die Befehlsblöcke, aus denen der Code später aufgebaut wird. Sie sind in unterschiedliche Kategorien, wie zum Beispiel Steuerung oder Bewegung, eingeteilt. In der Kategorie Stickerei kann man eine Stichart auswählen. Die Blöcke können durch Halten der linken Maustaste in die Mitte gezogen und zusammengesetzt werden. Durch einen Klick auf die grüne Fahne wird das Programm gestartet und im rechten Fenster ausgeführt. Die Schildkröte markiert die Position der Nadel beim Sticken. Ich programmiere hier zum Beispiel einen Roboter, den wir im Anschluss sticken werden. Um bei einem so langen Code den Überblick zu bewahren, kann man die einzelnen Abschnitte des Codes beschriften, indem man mit einem Rechtsklick eine Anmerkung hinzufügt. Während man programmiert, kann man das Muster oder Teile davon immer wieder ausführen lassen, um die Größe und Form zu überprüfen und anzupassen. Die Gesamtgröße wird rechts unter dem Anzeigefenster angezeigt und ein Quadrat des Hintergrundrasters ist genau 1 × 1 cm groß. Was noch fehlt, ist ein Herz in der Mitte, in das später eine Batterie eingesetzt werden soll. Durch Variieren der Werte in den einzelnen Blöcken und Ausprobieren in der Vorschau kann man das gewünschte Muster Schritt für Schritt zusammensetzen. Wichtig ist dabei der Block Zurücksetzen, über den man die Anzeige immer wieder löschen kann. Die roten, strichlierten Linien zeigen Sprungstiche an, bei denen der Faden zwischen 2 gestickten Teilen lose mitgezogen wird. Diese Sprungstiche werden nach dem Sticken händisch weggeschnitten. Der Roboter ist nun fertig. Unter der Vorschau kann man ablesen, dass er knapp 14 x 12 cm groß ist und aus insgesamt 1324 Stichen besteht. Wichtig ist, dass das fertige Projekt zuerst komplett ausgeführt werden muss, bevor es gespeichert werden kann. Für das Speichern stehen unterschiedliche Dateiformate zur Auswahl. Welches Dateiformat benötigt wird, hängt von der verwendeten Stickmaschine ab. Die meisten Geräte arbeiten mit DST-Dateien. Das Besondere an Turtle Stitch ist, dass das Muster auch als Vektorgrafik gespeichert werden kann. Damit kann das programmierte Muster auch an einen Lasercutter oder Vinylcutter geschickt werden, was die Einsatzmöglichkeiten des programmierten Musters enorm erweitert. Das Entwicklerteam Katrobat der TU Graz entwickelt Apps mit einer grafischen Programmierlernumgebung, die es ermöglichen, Projekte direkt am Smartphone oder Tablet umzusetzen. Die vielseitigste App darunter ist Pocket Code. Es ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser von Katrobat und ermöglicht unterschiedliche Projekte mit Smartphones im Bereich Storytelling, Game Development und Animationen. Im Rahmen des Projekts Code & Stitch haben Katrobat daraus im Jahr 2020 eine eigene Version zum Sticken entwickelt, die App Embroidery Designer. Auf der Wiki-Seite von Katrobat unter wiki.katrobat.org findet man unter Bildung und Coded Embroidery umfassende Informationen zum Erstellen von Stickdateien mit der App. Der Embroidery Designer steht kostenlos im Google Play Store zum Download bereit. Eine Version für Apple-Nutzerinnen und Nutzer ist in Arbeit. Die wichtigsten Infos für den Anfang findet man im Abschnitt Erste Schritte. Unter Sticktipps wird erklärt, wie das Sticken an sich funktioniert und welche Sticharten es gibt. Und unter Tutorials für fertige Muster gibt es eine große Sammlung an Tutorials zu unterschiedlichen Mustern. Unter Let's Stitch
werden die ersten Schritte erklärt. Die Tutorials sind unterteilt in Grün für Basic, Gelb für Medium und Rot für Pro. Zusätzlich gibt es blaue Mathematik-Tutorials, in denen erklärt wird, wie geometrische Formen mittels mathematischer Formeln programmiert werden. Die violetten Karten beinhalten eine detaillierte Anleitung zum Programmieren eines Vogels mit ausgefüllten Flächen und erweiterten Sticharten. Die türkisen Tutorials zeigen, wie ausgefallene Sticharten selbst programmiert werden können. Zu einigen Mustern gibt es auch Videotutorials, in denen der Ablauf beim Programmieren Schritt für Schritt erklärt wird. Zum Beispiel dieses für den Buchstaben A. So sieht es aus, wenn man einen Roboter mit Embroidery Designer am Smartphone programmiert. Eine spannende Erweiterung für die Stickmuster wird unter Stickdesigns Spezial vorgestellt. Electronics to Shine schaffen eine Verbindung mit dem Bereich E-Textilien. Dabei werden Stromkreise aus leitfähigem Garn mit Leuchtdioden und Knopfzellenbatterien in das Stickmuster mit eingebaut und so das Muster zum Leuchten gebracht. Cool, oder? Das programmierte Muster muss über einen USB-Stick auf eine Stickmaschine übertragen werden. Stickmaschinen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen von diversen Nähmaschinenherstellern wie zum Beispiel Bernina oder Prada. Für programmierte Muster werden keine großen Industriegeräte benötigt, sondern es genügen auch kleine Geräte, die oft eine Kombination aus Näh- und Stickmaschine sind. Bei einer Stickmaschine handelt es sich vom Grundaufbau her um eine normale Nähmaschine, die durch einen beweglichen Stickrahmen ergänzt wird. Beim Sticken bewegt sich dann nur der Stickrahmen mit dem Stoff, während die Nadel auf der Stelle sticht. Beim Nähen mit der Nähmaschine transportiert der Transporteur in der Stichplatte mit Hilfe des Nähfußes den Stoff weiter. Und die Hände steuern die Richtung. Diese Aufgabe übernimmt bei der Stickmaschine der bewegliche Rahmen. Praktisch, oder? Für den Einsatz in der Schule sind einfachere Modelle vollkommen ausreichend. Diese bewegen sich in einem Preisrahmen ab etwa 700 bis 1000 Euro. Es empfiehlt sich darauf zu achten, dass das Modell über einen robusten Stickrahmen mit einem einfachen Einspannmechanismus verfügt. Ein wichtiger Punkt ist die Größe des Stickrahmens, denn sie gibt die mögliche Motivgröße vor. Gängig sind kleine Rahmen mit 10 x 10 cm. Diese reichen für kleine Motive vollkommen aus. Für größere Projekte, zum Beispiel für die Gestaltung von T-Shirts, ist ein größerer Rahmen mit 20 x 20 cm besser geeignet. Bezüglich der Farbwahl des Stickgarns muss beachtet werden, dass bei diesen Geräten, in denen nur eine Nadel verwendet wird, auch immer nur eine Farbe gestickt werden kann. Bei einem Farbwechsel muss also jedes Mal die Garnspule gewechselt und neu eingefädelt werden. Automatische Farbwechsel sind nur bei großen und teuren Industriemaschinen, die mit mehreren Nadeln arbeiten, möglich. So viel zur Theorie. Jetzt sehen wir uns aber an, wie das Sticken in der Praxis aussieht. Wir sticken jetzt das vorher programmierte Design. We'll be right back.
Thank you.